Was up, Skyflix hier, und ich dachte mir, ich mache mal wieder ein neues Video. Ist ja eine Zeit her, dass ein Video kam. Ja, und ihr seht, es ist Black Ops 2. Live-Commentary gegen Bots. Ich mache irgend so ein, keine Ahnung, Private-Video gegen Bots und gucken, was das wird. Ich hoffe, ich werde was treffen können. Ja, ich habe letztes nicht so viel hochgeladen. Das letzte, was ich hochgeladen habe, war Dingens. Wollte ich sagen, okay, ich treffe keine Bots. War Counter-Strike, was jetzt nicht so gute Resonanzen hatte. Also es hatte zwar eigentlich nur gute, also nur positive Bewertungen, aber halt relativ wenig auf Aufrufe im Vergleich zu dem, was ich sonst so hochlade, wo mich gerade schlecht. Was mir manchmal relativ egal ist, und zwar, ich werde den Kanal nur noch hochladen, was ich hochladen will, weil die COD-Community ist so abgefuckt eigentlich. Gib mir den Quad, so spät. Das wissen die meisten auch selber, und ich habe nicht so viel Lust auf diese ganzen 12-jährigen CD-Kiddies, von denen ich ziemlich viel als Abonnenten habe, glaube ich. Also, wenn ich mir teilweise anschaue, was ich für Resonanzen auf meine Videos bekomme und was ich da auch für Kommentare drauf bekomme, vor allem wenn ich mal einen Upload verkacke und dann ich richtig behinderte Resonanzen bekomme, und so, ja, du Hurensohn, tolles Video, hast du gut gemacht, und irgendwie nach 10 Minuten 30 Dislikes. Geht grad nicht! Ja, sonst kriege ich irgendwie nach einem Tag 10 Dislikes, aber da habe ich dann 10 Likes, meine ich. Aber da können sie dann plötzlich alle liken oder disliken, wenn ein Video nicht funktioniert. Klar. Deswegen werde ich nur noch das hochladen, auf was ich Bock habe. Und genau, dazu gehört Counter-Strike nochmal dazu, weil ich das momentan mehr als alles andere spiele. Und sonst, es gibt noch andere News, und zwar werde ich vielleicht bald wieder ein bisschen mehr COD-Videos machen. Advanced Warfare spiele ich nicht. Ich bin da Level 16 oder so. Was Advanced Warfare habe ich sogar insgesamt, glaube ich, weniger als Ghost gespielt. Und Ghost habe ich richtig wenig gespielt. Deswegen, ich weiß nicht, also das Spiel ist nicht scheiße. Im Gegensatz zu Ghost ist das Spiel nicht scheiße. Aber irgendwie, ich habe keinen Ansporn drauf. Vor allem, hatte noch nie eine Sixman. Ich hatte einmal eine Sixman bis jetzt. Und da haben wir der TDM versucht, das Trickshot, was irgendwie nicht so toll war. Aber ich habe zu wenig Leute auf PS4, mit denen ich zocken könnte. Oder auch irgendwie ziemlich Lust, dann noch ein PS4 zu spielen. Ich habe die Unterschiede durchgezockt. Das war geil am PS4, aber das war das Einzige, was ich auf PS4 wirklich dauerhaft gespielt habe. Also dauerhaft 4 Tagen hatte ich es durch. Dann habe ich immer mal wieder ein bisschen gespielt. Ja, so ist das. Gut, aber zurück zu Black Ops 2. Ich werde vielleicht bald wieder Black Ops 2 hochladen, weil Diamina und wir haben uns überlegt, ja, es war eine schöne Zeit, als wir so als wir uns kennengelernt haben und dann Sky gegründet wurde, und so diese ersten Monate, also letzte Zeit um dieses, what the fuck, letztes Jahr um diese Zeit, und dann halt so Frühjahr 2014 war echt schön zum Trickshotten. Da war Black Ops 2 noch nicht so kaputt, und die Community irgendwie hat man besser in Erinnerung. Und die Zeit wieder so aufleben zu lassen, wollen wir halt all die Leute holen, mit denen wir gezockt haben. Das heißt Twix, Monkey, AV, Kano, USW, Vegas und so weiter. Und die wollen wir wieder zum Black Ops 2 spielen bringen. Und dann halt irgendwie an Wochenenden abends Black Ops 2 spielen. So, das ist irgendwie der Gedanke, den wir haben. Und wenn wir das umsetzen können, dann wäre das echt cool. Und dann können wir wieder ein bisschen Spaß haben an COD. Und weil das ist irgendwie in den letzten Wochen gar nicht mehr da. Aber ja, das ist die Idee, die ich habe. Oder die Mina und ich hatten. Und ich habe sie halt hart umgesetzt. Und versucht, sie ein bisschen hart umzusetzen. Und ja, wenn das funktioniert, dann wird in den nächsten Wochen, Tagen mal was dazu kommen, weil das wäre echt cool. Ahnung, was das gerade war, aber ja, da ist so viel dazu. Ich guck mal, ob ich jetzt was treffe hier, weil das ist eigentlich der eigentliche Sinn. Auch wenn der Anfang hier nur eher für Commentary gedacht wurde, damit ihr wisst, was bei mir gerade abläuft. Okay, das ist ein ziemlich komischer Trickshot. Weil ich eine Klemme dabei habe, und da kann ich nicht trickshotten, nicht gescheit. Ja, genau.
Gucken, ob ich hier was treffen kann. Ich werde jetzt so ein bisschen Cut-Commentary draus machen, denke ich. Ja, natürlich treffe ich den No-Scope. Jo, dann mache ich mal einen Cut und spiele wieder zu Last und dann versuche ich wieder was zu treffen. Bis gleich. So, ach ja, und ein weiterer Grund, warum ich dieses Video mache, ist, weil ich jetzt eine 50K-Leitung zu Hause habe. Das heißt 10K Upload. Und früher hatte ich immer irgendwie 6K Download. Also wir hatten eigentlich 16K Download, aber davon kam nur 8 oder so an. Und Upload weiß ich gar nicht, 2 oder so, wenn überhaupt. Und ja, das hat jetzt geändert. Das heißt, ich kann nicht wieder Videos schnell oder kann endlich mal Videos schnell hochladen. Und das werde ich in diesem Video testen. Genau, und deswegen gleich auch noch jetzt. Deswegen nehme ich jetzt gerade dieses Video auch noch auf. Erstens, weil ich Bock auf Black Ops 2 habe. Zweitens, weil ich Bock habe, ein Video zu machen. Und drittens, weil ich meine Upload-Rate testen will. Und ich kann nicht abspringen. Aber ich treffe leider nichts. Ich bin hier schon. Ich sitze schon wieder eine halbe Stunde dran und versuche was zu treffen. Aber ich bin auf der Dumme dazu und schaff's nicht. Vielleicht bald mal. Und so schwer kann das nicht sein, was zu treffen. So schwer kann das nicht sein. Ups. Ihr müsst halt dazu auch noch Checkshotten können, damit man was trifft, aber. Überbewertet. Alles überbewertet. Ja, Laser treffen müssen. Komm schon. Also ich sollte mal Laser rausnehmen, aber mit dem treffe ich nie was. Wow, da war. Da habe ich mich ein bisschen verkackt. Die hätte treffen müssen. Und der da oben, den treffe ich jetzt. Oh, der war schlecht getimed. So. Ich habe vorher was rausgefunden. Und zwar, wenn ich. Ich weiß nicht, ob es den Trickshot schon gibt oder. Ob ich das. Also, ich denke mal, das wird schon jemand herausgefunden haben, aber. Ach, fick dich doch. Wenn man mit einer Waffe schießt und dann kurz danach, also mit dem C4 Silence, aber nicht mit einem Lien C4, sondern mit einem C4, das man halt noch in der Hand hat, also so halt. Und dann R1 und R2 gedrückt hält, also so. Und jetzt drücke ich Dreieck. Dann cockbackt die Waffe nicht. Ich wusste das noch gar nicht, dass das so ist. Wenn ich jetzt fick dich. Geh doch mal Sniper. Wenn ich jetzt dann R1 loslasse, dann cockbackt die Waffe wieder. Ich weiß, das ist, finde ich irgendwie ziemlich interessant. Muss ich mal so sagen. Jetzt treffe ich einen Lefty. Ach komm schon, nicht mal sowas kann ich treffen. Das ist echt. Ein bisschen traurig. Mann! Ich finde das extrem traurig. Ja, nichts kann man treffen in diesem Spiel. Nichts. Einfach nicht machbar. Ja, wenn man so spielt, ist das eigentlich fast klar, dass man nichts trifft, aber. Ich finde, nicht mal sowas kann ich treffen, obwohl der richtig drauf war. Naja. Ich hoffe, mich darüber aufzuregen. Weil das wird sich nicht mehr ändern. Also ich denke, ich werde auch dieses Video zum Beenden ohne Shot, weil ich nichts treffen kann. Weil dieses Spiel mich hasst. Es war so stark, dass es sich sagt, nee, du besitzt du etwas wie No Scope Luck nicht, mein Freund. Was gibt's für dich nicht? So etwas gibt es für dich nicht. Ich weiß auch, dass ich immer noch von einem 2012er Niveau Headtrick shot und nicht von einem 2014er VO2 Niveau, aber ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich würde gerne einfach irgendwas treffen, aber so hört das nicht funktionieren. Okay. Da kann man. Da sind so viele Bots und ich treffe trotzdem einfach mal. Wie viele Bots da sind! Und ich kann nichts treffen! Da waren 5 Bots auf einem Haufen! Da schon wieder! Geht doch! Oh mein fucking Gott! Der wäre jetzt ausgerastet, wenn ich das nicht getroffen hätte. Wenn ich das nicht getroffen hätte, wäre ich richtig ausgerastet. Aber zum Glück habe ich es getroffen. Auch wenn der nicht schön war. Egal. Das musste jetzt sein. Gut. Dann reichen wir wieder ein Video hoch und dann sehen wir uns
Am nächsten Video, wenn irgendwann mal eins kommt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann lasst mir doch ein Abo da. Viel Kritik sind die Kommentare da. Gut, danke fürs Zuschauen.